Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter. So, wir müssen uns ein bisschen zeitlich ranhalten. Und dementsprechend ziehe ich hier gleich mal meine Hasenohren ran. Wir sind wieder zurück. Am ersten Tag in Majora's Mask haben alle unsere Gegenstände behalten. Das ist richtig geil. So, und ich würde jetzt erstmal ein paar Rubine abheben. Ich denke, das ist ein Plan. Guck mal, wir haben relativ viel. Und ich hebe einfach mal 200 Rubine ab. Let's go. Und dann gehen wir mit diesen Rubinen erstmal schön zu dem Ort, wo wir... Ach nee, hier müssen wir lang. Wo wir als Deku-Kerl... das Minispiel machen. Ihr wisst sicherlich, was ich meine, ne? Da haben wir diesen Ort, wo man an allen drei Tagen das Minispiel gewinnen muss und von Plattform zu Plattform fliegen. Und ich hatte mir gemerkt, das war hier oben auf der Säule drauf. Da hattet ihr mir das schon als Tipp gegeben. Also entweder bekommen wir auch an jedem Tag ein Random Item oder zumindest am letzten dann ein finales Random Item. Das ist erstmal der erste Punkt, den ich hier abhaken möchte. So, let's go. 10 Rubine. Und jetzt machen wir das so ein bisschen unter Stress. Das ist halt nervig, ne? 1,15. Oh Gott, was ist das denn für eine Musik? So, ich peile gleich mal als erstes diese Plattform hier an. Hä? Was ist das für eine Musik? Das ist ja mal ganz crazy. Ich sehe auch gar keinen Schatten von mir. Das macht es gerade ein bisschen komplizierter, ehrlich gesagt. Doch, da ist er. Okay, ich denke, den ersten Tag sollten wir easy hinbekommen. Diese Musik. Alter, ich fühle mich gerade wie im Urlaub. So. Und noch einmal. Die fliegt hoch. Boah, das ist knapp. Eieieiei. Ich glaube, ich mache hier mal direkt einen Save Point. Wie ich dann speichern. New Record. Yo, take this. Und? Yo, wir kriegen jedes Mal ein Random Item. Ist das gut? Okay, das war das erste. Und wenn wir noch zweimal machen, kriegen wir halt auch jedes Mal ein Random Item. Okay. Sehr schön. Da war das nämlich schon mal abgeschlossen. Gucken wir hier auch noch was irgendwo. Nö, gar nichts. Okay. Ja, das war das erste auf jeden Fall. Dann hattet ihr gesagt, ich muss mir auf jeden Fall nochmal eine Skulti eintragen. Zack. Denn als ich in Kakariko war, habe ich wohl zwei Skultis vergessen. Das habe ich jetzt nochmal nachgeholt. Das Intro. Bombers Notebook. Okay. Ja, gut. Ansonsten, was haben wir noch? Ja, Ocean Ding, das nützt mir halt gar nichts. Zum Abschießen habe ich auch immer noch nichts. Und Barores Wind. Und ich habe auch hier den Schlüssel. Die grüne Urkunde, Sumpfurkunde. Ich bräuchte die Stadturkunde noch. Okay. Da hätten wir jetzt schon mal das erste. Das ist schon mal ziemlich geil. Als heutigen Check. Was habe ich denn noch? So. Ich soll auf jeden Fall mit um 14 Uhr mal mit Andrew reden. Da kriegt man normalerweise den Schlüssel. Hier brauche ich den... Ja. Hier brauche ich das Passwort von den Jungs. Das habe ich aktuell auch noch nicht. Hier kann ich mir mal kurz die Schatzkiste holen. Die respawnt ja immer. Da sollte immer mal ein bisschen Kohle drin sein. Kann ich mir ein bisschen erhöhen. Hat das gerade gar kein Geld gekostet? Ah, die bleibt offen. Shit.
Hat das bei den Dekus gerade gar kein Geld gekostet? Das war irgendwie merkwürdig. Okay, außerdem nochmal die Häuser abchecken. Was haben wir hier noch so? Ja, der will von der Kollegin, der Grudo-Kollegin, ein Foto haben. Postbote. Der Postbotenmann haben wir sowieso noch nicht gefunden. Waren wir schon mal beim Postbotenmann in der Hütte? Hatte der schon mal offen? Was ich auch mal machen möchte. Ist, gucken, was hier für Rubine drin sind. Okay, aber scheinbar kommen die noch nicht. Wir müssen mal in der Nacht gucken. Beziehungsweise am zweiten Tag. Da kommen ja Rubine angeschwommen. Die könnten ja auch random sein. Da müssen wir auf jeden Fall auch mal die Augen offen halten. Das war Star Fox hier, ne? Was wir gerade hören, oder? So, waren wir hier schon mal drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach, der Kuriositäten-Shop ist das. Okay. Der Kuriositäten... Echt? What the heck? Was war hier drin? Ich muss erstmal wieder reinkommen, so ein bisschen. Ich habe jetzt... Ah, okay, Bogenschießen. Ich erinnere mich. Ich habe jetzt gut eine Woche nicht mehr gespielt. Und das wird dann genauso heftig werden, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen. Denn aktuell bin ich ja noch ein bisschen beim Vorproduzieren. Jetzt muss ich noch 6 Folgen aufnehmen bis zum Urlaub, damit da durchgängig was... ja, was mit dabei ist. Sag ich mal. Jeden Tag eine Folge kommt. Da oben könnte man ja auch mal was reinschmeißen, aber ich habe keine Bomben. Ha, das ist so traurig, ne? So viele schöne Sachen, die man machen könnte. Was hier? Oh, ich habe doch... Ach nee, ich habe ja Song of Storm bei... Ja, vergiss es. Aber krass. War ich hier schon mal drin? Viele Sachen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Okay, hier ist aber ganz offiziell der Eintopf, ne? Das Gasthaus. Genau. Also, ich warte jetzt mal bis 14 Uhr auf Anju und hol mir mal den Schlüssel. Das könnte nämlich auch noch ein Item sein. Und ich kreuze mal so lange hier meine Liste ab, die ich mir aufgeschrieben habe. Einmal abhaken beim Deku-Spiel. So, den Oma-Dieb, den müssen wir dann noch holen bei, keine Ahnung, 22, 23 Uhr. Das machen wir jetzt, das hake ich schon mal ab. Rubine im Fluss von Kafai. Andere Seite der Bootstour, das müssen wir auch noch machen. School Deep plus 1 habe ich auch schon gemacht. Und ihr hattet hier irgendwas mit einem Bootstempel. So, reicht das jetzt schon? Ja. Ah, gut. Klappt. Sandsong. Damit kriegt man auch Feen, ne? Aber das ist jetzt für... Was ist das jetzt für Ocarina of Time? Steht nicht da. Aber... Muss ja. So. Please relax. Please relax. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man den hier ausspielen kann. Maybe. Was haben wir hier für Masken? Wir haben ja auch schon neue Masken schon. Okay. Dann hätten wir das auch. Das ist auch schon mal sehr cool. Und hier müsste man dann nochmal mit Kafais Maske abklären. Die habe ich aber auch noch nicht. Okay. Shit. So, ihr hattet doch irgendwas geschrieben. Ich soll mal gucken, wegen dem Boss-Key vom Wüstentempel, dass ich den irgendwie eingetragen hätte. Ich weiß gar nicht, komme ich jetzt... Kann ich jetzt hier irgendwie nachgucken? Welche Schlüssel ich bereits gesammelt habe? Ich glaube nicht.
Oder? Nee, ich glaube, das ist nicht möglich. Schade. Okay, das nächste Ziel wäre, glaube ich, erst, dass wir abends nochmal gucken wegen den Rubinen. Solange würde ich nochmal rausgehen. Und... Dann haben wir noch keine Mana-Anzeige, ne? Das ist auch echt traurig. Aber zumindest haben wir schon mal ein bisschen Fortschritt gemacht. Ist doch nicht schlecht, oder? Und wir könnten noch mal ein bisschen Geld sammeln, indem wir vielleicht noch mal ein paar Typis erledigen. Oh, da oben ist eine Bombenmaske. Seht ihr das? Komme ich da? Kann ich hochklettern? Ich kann da hochklettern. Da ist die Bombenmaske. Komm ich da hoch? Ja. Da ist sie doch. Jetzt habe ich endlich Sprengkraft. Die hätte ich schon die ganze Zeit haben können, diese Bombenmaske. Warte mal, wo sind die? Hier. Nee, Stone Mask. Hä? Hier. Und 20 Rubine. Ist hier noch irgendwo was? Die hätte ich die ganze Zeit haben können. Das ist ärgerlich. Komme ich da auch hoch? Ne. Okay. Bombenmaske, Leute. Alter Falter. Okay, die Frage ist, was mache ich denn damit? Erstmal geil, weil ich viel stärker bin. Ich kann hier nochmal gegen den Baum rollen. Da kommen auch Rubine runter. Hm, schade. Hier komme ich ja jetzt aktuell nicht rein, ne? Oder kommt man hier auch irgendwie rein? Nee. Die Bombenmaske. Liegt einfach die Bombenmaske da oben. Ich fasse es nicht. Frage ist, was kann ich damit jetzt tun? Kann ich damit irgendwas tun? Habe ich irgendwas, wo ich sage, ah, Sprengkraft? Nicht wirklich. Ich weiß halt nicht, ob ich Tingle womöglich damit irgendwie runterholen könnte von seinen Träumen. So, erstmal schon Kaffee. So, sind die Rubinen jetzt näher gekommen? Irgendwie ja nicht. Na, 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 na. Okay, ich gucke mal am zweiten Tag. Kann sein, dass es in der zweiten Nacht war. Gibt ihr mir nochmal irgendwas? Oh, ein Herzchen. Naja. Besser als nichts. Und wir haben einen Eintrag in unser Notenbuch bekommen oder Notebook. Unser Tagebuch. Okay, was können wir noch machen, Leute? Wir haben Bomben. Wir können jetzt draußen noch mal ein bisschen rumsprengern. Ja, aber was bringt's uns? Nicht wirklich was. Der muss jetzt draußen pennen, der Arme. Ich hätte eine Idee. Warte mal. Ich könnte hier oben noch mal mit einer Bombe dran schießen. Gegen die Glocke. Kamen da nicht auch Rubine runter oder so? Bin gerade gar nicht so sicher. Boah. Irgendwie
Irgendwie war mir so, als ob das funktioniert. Aber nö. Okay. Es ist gerade 8 Uhr. Wir werden uns dann gleich mal auf den Weg machen. Hier gibt's Käfer. Blablablub, die spielen Karten. Wäre mir auch neu, dass man hier irgendwas bekommt. So, hier kommen wir auch immer jetzt jederzeit rein. In der Truhe ist aber nichts mehr zu finden, leider. Okay. Ist schon cool, dass man die ganzen Sachen behalten kann. Das ist schon ziemlich nice. Hi, Anju. Was geht? Ja, war es 22 Uhr oder war es 23 Uhr? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Deswegen, ich werde jetzt mal losgehen. Damit wir die Oma nicht verpassen. Na, das wäre sehr traurig. Denn das könnte ja ein wichtiger Punkt sein auf unserer Karte. Den Bombenladen haben wir aber noch nicht gefunden, soweit ich weiß. Deswegen... Und beim Kuriositätenladen gibt es ja auch nochmal ein extra Ding dann, ne? Ich erinnere mich düster. Shit, ey. Diese Büsche. Genau. Wir hatten beim Kuriositätenladen jetzt irgendwas gekauft gehabt. Ah, das hätten wir jetzt ja bekommen, oder? Aber wenn wir dann... beim Kuriositätenladen einkaufen, hat er was anderes. Ich schreibe mal kurz auf, Kuriositätenladen. Kuriositätenladen. Letzter Tag. Aber es war schon ziemlich erfolgreich bis jetzt, muss ich sagen. Was wir aber eigentlich noch bräuchten, wäre nochmal ein rotes Elixier und so. Und dann würde ich gerne als Deku-Kerl nochmal eine Runde hüpfen gehen. Genauso in den Skuldi-Shop etc. pp. Den Skuldi-Shop, in die Skuldi, ihr wisst schon. Area. Was war denn hier drin eigentlich? Ein Skuldi-Haus. Ach ja. Der hat ein Herzteil. Boah, teuer. So, ihr hattet schon gesagt, hier, ne? Red Potion. Sollte ich mir kaufen. Kostet aber 150 Rubine. Aber ich glaube, wisst ihr was? Ich glaube, ich mach das. Die Musik ist echt cool. Ich glaube, ich werde mir alles gönnen hier. Weil dann muss ich nicht immer herkommen. Außer, ich weiß nicht, ob ich das mit der Rotten Potion, mit der Red Potion jetzt machen möchte. Oder ich warte lieber nochmal eine Runde. Ich kaufe mir jetzt erstmal das Herzteil. Dann haben wir das schon mal weg. Ist zwar ziemlich teuer, aber hey, das will ich ja vervollständigen. Okay, ich mache jetzt erstmal die Mini-Quest. Die müsste ja gleich starten. 23 Uhr, ne? Oder 23.30 Uhr. Aktuell ist er auf jeden Fall noch am Start. Normalerweise mache ich das immer in Zeitlupe. Weil der ja doch schon ganz schön schnell rumrennt hier. Unser lieber Dieb. Gleich geht's los, Leute. Gleich geht's los. Der Part ist auch gleich zu Ende, aber das schaffen wir noch. Und dann starten wir auf jeden Fall in dem nächsten Part mit dem weiteren Deku-Spiel. Das wird auch wieder interessant werden. Ja, wir haben den Sun-Song. Also den Tag- und Nacht-Song. In Ocarina of Time bekommen. Was auch interessant ist. Ich glaube, man bekommt halt... Das müsste gleich kommen, die Oma. Ich glaube, man bekommt halt an bestimmten Orten eine Fee. Außerdem hatten wir irgendwo einen Ort, wo wir den Song spielen müssen. Und hatten den zu dem Zeitpunkt nicht. Wo wir auch eine Schatzkiste erhalten. Man ist es erst gegen 0 Uhr, ja? 0.30 Uhr? Ach, da ist er.
easy, ja. Das war mal schon. Süßte, wusste ich gar nicht mehr, dass es so spät war. Und beim ersten Mal hatte ich es voll vergessen. Ich habe eine Idee, vielleicht könnte ich mit der Bombe auch diesen Ballon kaputt machen. Vielleicht komme ich damit ran. Das müssen wir mal ausprobieren. So, komm her, du. Easy. Easy. Thank you. Kein Problem. Okay. Leider nur ein Scooty-Token. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob der dann an dem letzten Tag was anderes drin hat in seinem Shop. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich mit meiner Bombenmaske das da oben kaputt machen? Ich komme ganz knapp nicht ran. Ich muss Rückwärtssalto machen. Wäre schon echt cool, ne? Ja. Schade. Hätte ja klappen können. Okay. Ja, Leute, der Part für heute ist rum. Ich würde nochmal ganz kurz darüber fliegen. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, was da drin war. Aber ich glaube, das war schon abgeschlossen für uns. Ihr hattet euch ein bisschen beschwert, dass ich nicht mehr genau weiß, wo die ganzen Orte waren und... Ach ja, aber der Maskenladen. Sind wir auch ganz kurz mal in Ocarina of Time drin. Ja, jetzt habe ich hier auch den Sun Song. Ja, ich glaube, selbst wenn ich jetzt eine Liste hätte, wo alles draufstehen würde, was übrigens die Lady Makoros gerade schon nebenbei ein bisschen macht, vielen Dank dafür. Da kann ich mir auf Screen auf jeden Fall immer mal ein bisschen was reinziehen, wo ich nochmal hingehen möchte. Selbst dann ist es für mich schwierig, weil es gibt ja so viele Orte. Und dann erstmal herauszufinden, welcher Ort ich brauche, welcher gemeint ist, und das während des Gameplays, das ist, glaube ich, schon... Ja, dauert zu lange. Ich habe gerade Kaffee verschwappert, merke ich gerade. Cool. Super. So macht das doch Spaß. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und, The Shooting Gallery. Ja, wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder und dann machen wir auf jeden Fall das nächste Minispiel. Im schlimmsten Fall fangen wir dann den neuen Tageszyklus nochmal an. Und dann würde ich auf jeden Fall ganz in Ruhe das ganze Deku-Zeug hinten nochmal auschecken. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Gut, bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.